Andy Künzel trifft zum 31-22. Da war ja vorhin die Frage von dem Kai, wozu ein Kreisläufer gut ist. Wir sehen, dass dieser Kreisläufer mit Mandy natürlich am Kreis eine super Arbeit leistet, aber auch im Rückraum spielen kann. Was sagst du? Ja, Wendy besetzt beide Positionen sehr, sehr erstklassig für unsere Mannschaft, für unsere Verhältnisse. Das macht sie sehr gut. Wendy geht, wie man so sprichwörtlich sagt, genau dahin, wo es weh tut. Das braucht es jetzt. Sie setzt sich voll für den Sieg ein, schont sich nicht und ist erfolgreich für die Mannschaft. Auch ihr ein großes Kompliment. Und ab geht die Post. Susi Grimm. Und Marie Kinscher zum mittlerweile 32-22. 10 Tore Führung. Ja, wer hätte das gedacht zu Beginn des Spiels? Also hier muss man wirklich der grün-weißen Mannschaft attestieren, dass sie sich in diese Partie ja reingekämpft hat. Mittlerweile spielt sie schön, gerade was den Gegenstoß angeht. Genau das, was wir sehen wollen. Kommen über leichte Tore. Ja, genau. Also das muss einfach das Ziel sein, die Tore leicht zu erzielen. Und mit einem guten Torwart kann es auch schnell wieder dann nach vorne gehen. Genau so soll es sein. Ja, schön zu sehen, dass Susi Grimm auch jetzt von außen von der Nummer 21 die Bälle abnimmt. Verunsichert sicherlich auch die Werferin oder Spielerin. Ich glaube, ich habe gerade das Zeichen gesehen, dass sie rauskommen soll. Sie ist Platz, sie hängt durch ein bisschen. Dadurch fehlt die Konzentration im Abschluss. Und Susi tut das Übrige dazu im Tor dahin. Wunderbar. Da war wieder diese angesprochene halbe Höhe für den Torwart. Ja, das ist immer sehr dankbar für den Torwart. Ne? Hier muss es wirklich das Ziel sein, den Ball wirklich am besten nach unten, aber auch vielleicht nach oben zu bringen. Halbe Höhe geht nicht. Kinschi macht weiter und macht Tore, Tore, Tore. Wunderbar. Mittlerweile ihr 8. Tor in diesem Spiel, steht 33-22. So kann es weitergehen. Ja, Susi hat gerade versucht, aus dem Tor heraus einen schnellen Konter einzuleiten. Ball war ein bisschen zu lang, hatten wir in der ersten Halbzeit schon zweimal, dreimal gesehen. Natürlich ärgerlich, das sind die leichten Tore, die man haben kann, haben muss, um sich ein bisschen auch von Gegentor, wahrscheinlich, ja, 2 Minuten Strafe, leichtes Stoßen, hochaggressiv bestraft. Ist ja jetzt neuerdings die neue Regelauslegung, dieses Stoßen ist ja nicht mehr erlaubt. Ja, ist richtig, es ist sehr gefährlich, wenn man hier gegeneinander stößt, die Verletzungsgefahr ist sehr groß. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass in dem Angriff davor, der Pass, der leider nicht zu Steffi kam, dass man es immer wieder probieren muss. Genau das ist das Mittel, genau das werden sie schaffen. Und wir haben vorhin über die Bank gesprochen, wie sie besetzt ist. Und offensichtlich sind die Schweriner gut trainiert. Sie schaffen es, das Tempo hochzuhalten. Und insofern, Frage vielleicht schon mal beantwortet, ist es nicht zwingend notwendig, die Bank voll besetzt zu haben? Letztendlich, es kommt irgendwo auch darauf an, wie sie trainiert sind. Und das sind die Schweriner offensichtlich gut. Das ist wohl richtig. 7 Meter, ganz sicher verwandelt von Tini Schröder, ganz sicher. Also,
Susi Grimm muss heute einen ganz starken Tag erwischt haben. Gibt unheimlich viel Sicherheit, wenn man doch einer durchrutscht, steht sie da, nimmt den Ball ab. Jetzt die Manndeckung hier. Jetzt hat Sprit ein bisschen mehr Platz. Ja, sie sind natürlich in Unterzahl. Ich bin mal gespannt, was jetzt angesagt ist, welche Auslösehandlung gespielt wird. Ja. Naja, schade. Ball zurückerobert. Sehr schön. Eben noch gescheitert am Torwart. Jetzt wieder ganz sicher. Marie Kinscher. 35-23. Das hätte ich vor Spielbeginn oder während der ersten Halbzeit hätte ich das nicht gedacht, dass es so deutlich jetzt momentan ausschaut. Alt-Landsberg versucht jetzt mit vielen Wechseln irgendwas zu bewirken, scheint aber auch nicht wirklich zu Wirkung zu erzielen. Ja, dem Trainer bleibt natürlich nichts anderes übrig. Er muss ja jetzt probieren, der Abstand, die Differenz ist so groß, da ist es durchaus ratsam, jetzt die eine oder andere Sache zu probieren. Aber offensichtlich fruchtet es wirklich nicht. Dieses Tor spricht jetzt nicht unbedingt gegen die Aussage. Nein, ich denke, dass Schwerin jetzt mit Sicherheit das Spiel gewinnen kann. Heißt natürlich trotzdem jetzt in den letzten 10 Minuten Spannung aufrechtzuerhalten, weil passieren kann natürlich eine Menge. Aber es sieht sehr gut aus. Oder Weng macht das 36-24. Kurz und trocken. Schlagwurf auf die kurze Ecke. Torhüter verladen. Schönes Tor. Ja, Schrittfehler. Mein Kollege zeigt das gerade schon an. Ein Schritt zu viel am Körper, die Drehung war super, sah klasse aus, aber halt ein Schritt zu viel. Ja, es war die richtige Entscheidung, genau der Platz dort zu dieser Seite war frei. Aber im Handball 3 Schritte und der nächste ist zu viel. Ja, das passiert mir auch sehr, sehr oft, wenn ich selber spielen muss. Gucken, nein, alles gut, Neuaufbau von Alt-Landsberg. Schön. Glückwunsch, Steffi. Steffi ist übrigens im letzten Jahr Landesmeisterin in der B-Jugend geworden. Umso mehr freut es mich, dass sie hier jetzt ihr erstes Tor erzielt hat. Wunsch. Ist natürlich auch ein gewaltiger Sprung von der B- oder A-Jugend gleich in den Frauenbereich, in die Ostsee-Spreeliga. Gibt der Spielerin sicherlich Selbstvertrauen, wenn sie über diese Kontersituation ein einfaches Tor machen kann und sich so ins Team mit einbringen. Ja, natürlich. Aber der Sprung in dieser Mannschaft ist ja lange in Anführungszeichen vorbereitet. Steffi gehört dem Sportgymnasium an, spielt die ganze Woche über Handball und muss einfach in der Lage sein, gerade diese Chance zu nutzen. Aber es hat sie auch prima gemacht. Ja, Alt-Landsberg kommt jetzt ein bisschen auf. Leichte Fehler vorne im Aufbauspiel, im Angriffsspiel bei Schwerin. Da gilt es jetzt einfach, die Ruhe zu behalten, klare Spielsysteme anzusagen, um wieder zu einfachen Toren sicherlich über irgendwelche Spielzüge zu kommen, oder? Ja, natürlich. Klar, man darf jetzt nicht überpesen, man darf diesen großen, guten Vorsprung nicht aufs Spiel setzen durch ungenaues, durch ja auch viel angezeigt passives Spiel. Man muss immer schon noch den Zug zum Tor haben. Aber das machen sie gut. Ich bin guten Mutes. Ja, jetzt war eben gerade Zeitspiel angezeigt. Sprin hat ein bisschen das Spielverhalten forciert, hat ein bisschen mehr Druck ausgeübt. Und Jule Klug holt sich den 7 Meter raus.
Und so wie ich sehe, deine Spielerin kommt zum 7-Meter-Punkt. War sie früher auch sicher am 7-Meter? Ja. Ja. Mehr brauche ich nicht sagen. Da sehen wir es, da sehen wir es. Steffi Guse bringt Grün-Weiß-Schwerin mit 38-26 wieder in Führung. Ich weiß, letztes Jahr hat sich Steffi in der Vorbereitung im Spiel gegen die Kriebitzer Frauen verletzt. Was war das eigentlich für eine Verletzung, die sie fast eine ganze Saison aussetzen lassen hat? Ich glaube, es war eine schwere Knieverletzung. Sie fiel auf alle Fälle sehr, sehr lange aus und stieg erst ganz spät in die Saison mit ein. Steffi war Spielerin der A-Jugend, konnte aber vom Alter her eben in der B-Jugend aushelfen. Da war sie eben dann bei mir. Und sie hat sehr spät, aber dann auch speziell bei der NHV-Meisterschaft wieder zu der Form gefunden, ja, wie wir die Steffi eben kannten. Und jetzt hatte sie das Glück, die Vorbereitung gut mitzumachen. Und ist offensichtlich auch bereit und hat die Möglichkeit, hier gut mitzuspielen. Prima. Antje Thormann macht das 39-27 für Grün-Weiß-Schwerin. Nein, sie hat sich nicht wehgetan. Blieb kurz liegen, kurz verschnaufen. Jetzt geht's weiter. Alt-Landsberg mit 4 Spielerinnen. Was bedeutet das für die Abwehr jetzt? 6-4 ist eine neue Situation. Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, eine ganz defensive Deckung zu spielen. Also wie wir sie sehen, 6-0. Damit schafft man oder will man versuchen, die Alt-Landsberger ins Zeitspiel zu drängen. Oder man kann natürlich auch offensiv spielen. Ja, aber klar, die erste These stimmte und war auch erfolgreich.